Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Folge 24 der Sendereihe Bourbon Street. Alles, was ich heute anzubieten habe, wird von Big Bands interpretiert und ich kann nur hoffen, dass Ihnen das recht ist. Das sage ich deshalb, weil ich genau weiß, dass es viele Jazzfreunde gibt, die Big Bands nicht ausstehen können. Und zwar nicht irgendwelche speziellen Big Bands, sondern Big Bands schlechthin, was verschiedene und keineswegs ausschließlich musikalische Gründe hat. Aber nachdem ich ein sehr großer Optimist bin, wie Sie wissen, hoffe ich irgendwie, dass es mir gelingen könnte, die Big Band-Gegner mit dieser Sendung vielleicht auf den Geschmack zu bringen. Wer kann das schon wissen? Vier Big Bands werden Sie im Verlauf des Programms erleben. Die vierte wird persönlich hier in diesem Raum erscheinen. Und ich werde mir inzwischen beginnen, den Kopf zu zerbrechen, wie wir sie hier unterbringen werden. Sie besteht aus 17 Mann, aber inzwischen fangen wir mit dem Programm an, und zwar mit Maynard Ferguson und seinem Orchester. Die Nummer hat Ernie Wilkins komponiert und arrangiert, und der Titel lautet schlicht und einfach The Blues. Thank you.
Thank you.
The Blues von Ernie Wilkins und mit Maynard Ferguson und seiner Big Band. Vielleicht sollten wir bei dieser Gelegenheit den Terminus Big Band erklären. Man versteht darunter im Allgemeinen ein Ensemble, das aus 4 Gruppen besteht, also aus der Trompetengruppe, 4 bis 6 Trompeter, aus den Saxophonisten, ebenfalls 4 bis 6, den Posaunisten, 4 bis 5, wollen wir mal sagen, und der Rhythmusgruppe, Klavier, Bass und Schlagzeug. Das ist, wenn ich so sagen darf, die Grundausstattung. Verschiedene Varianten sind dann noch möglich, zusätzliche Instrumente, etwa lateinamerikanische Percussions, eine Gitarre, Flöten und so weiter. Maximal sind das im Allgemeinen 20 Mann. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, man kann den Jazzmusikern und den Jazzleuten alles Mögliche vorwerfen, aber bestimmt nicht, dass sie übertreiben. Weil ich glaube nicht, dass man in der klassischen Musik ein Ensemble, das aus 20 Leuten besteht, als groß bezeichnen würde. Der erste in der Geschichte des Jazz, der ein Ensemble gebildet hat, das man in diesem Sinne als Big Band bezeichnen könnte, das war Fletcher Henderson. Ich nehme an, es wird auch von ihm Filmaufzeichnungen geben, aber derzeit habe ich keine zur Verfügung, die ich Ihnen zeigen könnte. Dafür zeige ich Ihnen aber jetzt den Mann, der im Verlauf eines halben Jahrhunderts mehr für die Entwicklung des Big Band Jazz getan hat als irgendjemand anders. Hier ist live in der Wiener Stadthalle der große, unvergessliche Edward Kennedy Duke Ellington. Thank you.
Musik.